Wir haben das Kunstwerk der Woche und diesmal geht es um Designerin Ernie Donnerberg. Sie ist geboren in Erfurt, ist dann mal kurz ausgeflogen in größere Städte, um dann jetzt wieder in der Blumenstadt zu sein. Und sie sagt, ich zitiere, endlich wieder nah am Wald, Großstadt war nicht so mein Ding. Ernie Donnerberg hat Liebe für ihre Stadt, wie ihr hört, und für ihre Familie, denn sie ist wiedergekommen und arbeitet schön im Familienbetrieb mit ihrem Papa zusammen bei Donner and Friends. Wenn ihr das wollt, checkt das aus, was die da so machen. Vielleicht habt ihr Designs von Frau Donnerberg schon mal gesehen im Stadtbild, entweder bei den Designs vom wunderschönen Kokolores-Festival oder bei der Franz-Mehl-Hose. Das designt die Ernie. Und sie sagt, Zitat, ich mag es, wenn Dinge einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Deswegen spiele ich in meiner Arbeit gerne mit Farbkombinationen und witzigen Charakteren. Viele sehen darin Kinderillustrationen, aber mein Credo ist ein ist es Design für Erwachsene zu machen, das trotzdem verspielt ist, sagt Ernie Donnerberg über ihre Kunst. Das Kunstwerk der Woche ist dieses wunderschöne Bild. Das ist von Ernie und ist aus ihrem Kalender, denn das ist ihr Herzensprojekt. Sie macht jedes Jahr einen Kalender und dieses Bild aus diesem wunderschönen Kalender, ein Spaziergang durch die 10 philologischen Jahreszeiten. Ja, das ist ein Exot unter den Kalendern, denn er führt ohne Kalendarium. Wow. Ohne Kalendarium durch das Jahr. Denn die Wissenschaft der Phänologie bezeichnet nicht, wie wir alle kennen, 4 Jahreszeiten, sondern 10. Orientiert ist das an den Blütezeiten von Pflanzen. Wenn zum Beispiel der Apfel blüht, dann ist Vollfrühling. Oder wie ihr hier jetzt seht auf dem Bild und auch draußen, wenn ihr in die Natur geht, gerade blüht der Holunder und deswegen haben wir gerade Frühsommer. Das ist schön. Keine Daten, keine Monate. Also mit diesem Kalender kannst du die Natur auf besondere Weise und bewusst wahrnehmen und es passt einfach perfekt zu unserem Thema, denn ohne Kalendarium kann man den Kalender nachhaltig jedes Jahr benutzen und außerdem sieht er auch wunderschön aus. Ist das schön? Das ist dasselbe? Oh, herrlich. Ein schöner Kalender und der ist so schön und was ganz Besonderes. Warum, sage ich euch gleich. Denn erstmal zu Ernie noch ein Zitat und für euch, was ich euch mitgeben wollte von Ernie. Denn sie sagt, geht raus, genießt die Natur, ihr werdet es nicht bereuen, nicht mal bei Regenwetter. Danke, Ernie Donnerberg, für das Kunstwerk der Woche. Wunderschön.